Jemand hat einen Kranken besucht und hat Jesus besucht. Jemand hat einen Sterbenden besucht und hat Jesus begleitet. Das ist das Leben, dient der Realität des Lebens, was der Heilige Geist zeigt. Ruf den an heute oder besuch den oder mach das und das. Du sollst nicht nur zu Hause sitzen vor dem Fernseher. Und das möchte unsere Regierung, dass du dort nur gaffst und gaffst und gaffst und gaffst und den ganzen Dreck in dir aufsaugst und dann die Ängste mit nach Hause nimmst. Lass, dass die Stimme Gottes zu dir kommt. Und du hast jetzt die Stimme Gottes, ganz schnell noch. Du hast die Stimme Gottes, der Herr hat was gesagt. Und deshalb, die Stimme muss bestätigt werden. Mein Sohn war noch nicht Rechtsanwalt, dann habe ich mich selbst als Rechtsanwalt betätigt. Ich habe manche Sachen gemacht und ich habe gesagt, nach Paragraph sowieso steht mir das und das zu. Nach Paragraph sowieso steht mir das und das zu. Ich habe dann Paragraphe zitiert, manchmal sogar falsch zitiert, aber ist vollkommen egal. Aber dann war es die Paragraphen und die mussten sich nach den Paragraphen richten. Und glücklicherweise habe ich das erreicht, was ich erreichen wollte. Wenn Gott zu dir was sagt, du musst sagen, nach Paragraph sowieso, nach Kapitel, Vers oder Buch sowieso, Kapitel sowieso, Vers sowieso. Und dann, das steht mir zu, das steht mir zu. Fang an mit der Bibel zu beten und so weiter. Die Bibelstelle, zitiere die Bibelstelle. Dieses Rema muss durch Logos bestätigt sein, beglaubigt, Paragraph sowieso. Also ich bin erstaunt, in Stuttgart und in Heilbronn, ich bin nur noch... Ich habe mein Gesetzbuch genommen und einfach nur die Paragraphen zuerst mal studiert, eine ganze Weile wie meine Bibel, damit ich weiß, was die Paragraphen alles sagen. Jetzt macht mein Sohn das alles. Da steht, das ist sein Geschäft. Aber vorher war das so, das muss beurkundet werden, schriftlich zugesichert werden, amtlich verbrieft werden, nach Paragraph so und so, da steht mir zu, lieber Gott. Aber zuerst muss der Herr geredet haben und dann muss er diesen Paragraph da in Anspruch nehmen. Gott verletzt sein Wort nicht, er steht zu seinen Grundsätzen. Alle Dinge werden vergehen, aber sein Wort wird nicht vergehen. In Johannes 14, Vers 26, noch ganz schnell. Um dich alle Dinge zu lehren, ist der Heilige Geist gesandt und er wird dich alles lehren und dich erinnern, was ich gesagt habe. Das musst du, das ist Rema, Gott erinnert dich. Paragraph sowieso, das ist es. Weißt du, ich habe die Daimlerstraße in Stuttgart angemietet, ich wollte anmieten, der Senat wollte es nicht vermieten, aber ich habe gesagt, das ist für mich. Und dann nach Paragraph so und so viel, wenn wir so und so viele Leute sind, steht uns nach dem Vereinsgesetz das und das zu. Und die haben diskutiert, nach Paragraph sowieso, also diesen Paragraph kann man nicht umgehen. Das steht, ich habe es geschrieben, hat der Philatus einmal gesagt, und was er geschrieben hat, das habe ich geschrieben. Also Jesus überfordert dich nicht, wenn er dich losschickt, gibt dir auch den richtigen Paragraphen in den Sinn, dass du sagen kannst, im Auftrag Gottes, so spricht der Herr. Dein geistliches Leben, weißt du, gehört dem Himmel und nicht dieser Gesellschaft. Du darfst deine Seele, dein Erstgeburtsrecht nicht verkaufen. Und alles, was dir zeigt, das steht dir zu. Darum, Paulus sagt, ich glaube, darum rede ich auch. Ich glaube, darum rede ich auch. Redest du das, was du glaubst, sprichst du es aus, proklamierst du das? Der Herr gibt dir die Versorgung, Gottes Führung und Versorgung. Das ist mein Thema, dass du in Sicherheit, in Frieden auftreten kannst, auch in unsicheren Zeiten. Du brauchst die Führung Gottes. Brüder und Schwestern, ganz besonders in dieser dunklen Zeit, im Monat November, was vor uns liegt, wir brauchen die Führung Gottes. Herr, wo bist du zur Herberge? Herr, wo gibt es noch Brot? Herr, wo gibt es noch Sicherheit? An wem soll ich mich halten? Auf wen kann ich mich verlassen? Wem darf ich überhaupt noch glauben? Frag, welchem Doktor darf ich das noch glauben? Sonst wirst du betrogen und verkauft und es wäre schade um dich. Finde den richtigen Weg, den Weg Gottes für dein Leben, für deine Bedürfnisse, für deine geistlichen Bedürfnisse und für deine natürlichen Bedürfnisse. Beides ist so wichtig, aber zuerst für die geistlichen Bedürfnisse. Wenn du für deine Seele gesorgt hast, werden auch die anderen Bedürfnisse befriedigt. Denn dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Halleluja. Preis dem Herrn. Lieber Heiland, unser Leben gehört dir. Wir haben unser Leben dir anvertraut. Und wir haben unser Leben dir übergeben. Und du hast uns gerufen. Und wir sind dir gefolgt. Sogar blind. Wir haben damals noch gar nicht so viel gewusst. Und jetzt
Hier in dieser dunklen Zeit, wo die Welt wie verrückt spielt, Herr Jesus, wo wir terrorisiert werden durch den ganzen Coronavirus und was auch immer sein mag, mein Gott, ich vertraue dir, du bist stärker und mächtiger als der Teufel, als die Tyrannen. Und du kämpfst mit Macht, auch in diesem Monat November für uns, Herr Jesus. Und ist Gott für uns und wer kann gegen uns sein? Herr, lege die Götzen, diesen Götzenpan lahm, nimm ihm sein Handwerk, dass er nicht mehr länger Menschen, Christen, unschuldige Menschen, ja, einfache Menschen tyrannisiert. Du bist der Herr, unser Herr und du bist unser König und wir sind deine Kinder und ich bete für alle Kinder, die jetzt irgendwo in Not leiden, so viele Geschäftsleute, so viele, ja, ehrliche Menschen leiden Not, die rufen mich an und die können nicht mehr weiter ihre Arbeitsstelle verloren oder Kurzarbeit oder was auch immer ist. Herr, bewege deinen Arm und das Zeichen und Wunder geschehen. Vater, in Jesu Namen. Amen.